Sie ernähren sich von Lebenskraft? Das ist widerlich. Ja, wahrscheinlich alles. Ich meine, ich bin kein geschulter Magier. Er schaut mal ein bisschen rüber zu Melvin, der nickt aber auch nur. Aber wenn sich das um Unholz handelt, dann solltet ihr auch wissen, dass, nun ja, Unholz, Humus, Humus, also Blut ist auch Fleisch, ist auch Humus. Das stimmt natürlich. Ja, ich Aber da werde solltet ihr Sorge dann. tragen lassen, dass alle Splitter entfernt werden. Ja, wie gesagt, da solltet ihr dann vielleicht auch mit Magister Störrebrand drüber reden, aber gut. Naja, drückt ihr das Fläschchen wieder in die Hand. Ja, das ist definitiv magisch. Und wenn das aus der Lanze stammt, dann reicht das doch wohl, um ihn zu verurteilen, oder nicht? Ich gehe jetzt zumindest stark davon aus, hier. Damit könnte man ihn endlich dran bekommen. Damit könnten wir die Disqualifikation und auch die Herausgabe seines Namens einfordern, wenn er nicht mehr unter dem Turnierfriede steht. Rondrasiel muss einlenken. Selbst er wird erzdämonisch verseuchtes Material nicht auf seinem Turnier dulden wollen, Rondra hin oder her. Na, da gehe ich ganz stark von aus. Das mag ihm auch egal sein, welcher Pakt es ist und welche erzdämonische Wesenheit da angerufen wird. Wenn der Beweis erbracht ist, dass es sich dabei um einen Paktierer handelt, aber wie gesagt, er selber kennt ja seine Identität und kann zumindest offensichtliche Paktmale dann ausgeschlossen haben. Also offensichtlich wie irgendwas, was ihm aus der Nase wächst. Es muss ja noch nicht einmal ein Paktierer sein, aber es reicht ja, wenn er mit verseuchten Materialien kämpft. Genau das. Ich habe zumindest schon einmal mit Hochwürden aus dem Hesinde-Tempel gesprochen, Valnaidskog, und seine Seelenprüfung, die er bereits angesetzt hat. Er sagt wohl, dass auf dem Ritter ein Mal des Frevlers liegt, aber kein Mal der Verdammnis. Interessant. Nun, aber ein Mal des Frevlers, das handelt man sich, so leid es mir tut, sehr schnell ein, auch in den Schwarzen Landen. Trotzdem zählt es gegen ihn. Selbstverständlich. Wir müssen einfach mit Rondrasil reden. Das sollten genug Beweise sein, gleich am ersten Tag. Damit kann er keinen Unfrieden mehr stiften und dieses Turnier nicht weiter gefährden. Sehr richtig. Soll ich euch irgendwohin begleiten? Nun, ich werde hier mit Thorn, Eisinger und meiner Schale noch etwas dieses Endurium betrachten. Vor allem die Zauber, die darauf liegen, interessieren mich selber ziemlich. Wenn sie aus der Heptagon-Akademie von Galotta stammen, dann kann es sein, dass sie auch weitere Dinge mit diesen Zaubern belegt haben. Davon ist auszugehen. Mir macht das eigentlich ziemlich Angst, muss ich sagen. Und Horsenrabenmund selbstverständlich ebenso. Ich weiß nicht, was Saldor Fosslarin tut, wenn er mitbekommen sollte, dass Magie so wirken kann und sich so den Gesetzen beugt. Ich glaube, er würde im Kreis springen und irgendwelche Rekruten schlagen. Isarun kann sich nur schwer ein Grinsen verbeißen. Ja, das ist durchaus möglich. Man sollte es ihm vielleicht in einem geschützten Raum beibringen. Nichtsdestotrotz muss er natürlich darüber in Kenntnis gesetzt werden. Naja, natürlich, als Convocatus Primus der Weißen Gilde. Wenn er jetzt den Konvent leiten wird, und natürlich ist dem auch die Magierakademie Schwert und Stab nur ein Katzensprung von der Rawls Arena entfernt, da wo auch das schwarze Zelt steht. Aber wir sollten ihm erst offenbaren, was dieser Ritter ist, wenn Rondrasil den Turnierfrieden aufgehoben hat, sonst, ich glaube, Fosslarin wird sich nicht von einem Turnierfrieden aufhalten lassen. Er würde ihn einfach wegfluchen, also weg mit einer Flammenlanze ihn einäschern. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ehrlich zu sein, er verdient nichts anderes, aber des Turnierfriedens willen sollten wir vielleicht noch ein wenig hinhalten. Also gut, dann haben wir die Splitter aus Unholz, eine Turnierlanze, die nicht den Gesetzen von Ingrim gehorcht. Wir haben Endurium,
Wie gesagt, ich werde mit der Analyse weiter fortfahren und Dorn Eisinger wird mich unterstützen und dann zusammen mit den anderen Beweisen oder Hinweisen von Valna Yitzchok werden wir es hoffentlich schaffen, den Schwarzen Ritter zu verbannen. Das hoffe ich sehr. Möchtet ihr uns unterstützen oder habt ihr da etwas anderes vor? Also wieder nach eurem Fähnrich sehen. Ich denke, er ist in guten Händen. Wenn ich unterstützen kann, tue ich das gern. Ansonsten, die konfiszierten Theriak-Flaschen müssten noch entsorgt werden. Ihr habt noch weitere. Gehören sie auch dem Schwarzen Ritter? Nein, sie stammen aus einem anderen Fundus. Aus einem anderen Fundus haben wir weitere Paktierer hier herumlaufen. Den Göttern sei Dank nicht. Es ist ein Mitbringsel aus den Schwarzen Landen von einer Mission des Ritters. Welchen Ritters? Ritter Jalan. Fenrich Greifenmund führt Teriak mit sich. Ja, ich denke, er hat es vergessen, dass er im Besitz dieses Gesöffs ist. Diese Fläschchen sind wahrscheinlich mehrere hundert Dukaten wert. Und er hat sie vergessen. Also gut. Ich werde euch keine weiteren Fragen stellen, die euch oder eure Moralkodizes in Bedrängnis bringen oder etwas, was Fenrich Greifenmund in schlechtem Licht dastehen lässt, jetzt nachdem er uns diese Beweise gebracht hat. Ich werde also diese Hinweise darauf einmal vergessen. Nichtsdestotrotz bin ich zweiter Hofmagier und werde dies dem Auge des Ordens mitteilen. Natürlich, das verstehe ich. Also gut. Hab vielen Dank für eure Zeit. Ich werde nun dafür Sorge tragen, dass es vernichtet wird. Ysarun, ihr kämpft morgen auch, ja? Ja? Ich würde gerne eins meiner neuen Schwerter testen. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig fordern. Was haltet ihr Oh, davon? das wäre mir eine große Ehre. Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, ich habe hier noch zwei, drei Klingen, die ich gerne testen würde und gut. Dann sehen wir uns morgen. Sehr gern. Derweil bei Witwe Prutz, oben auf dem großen Sofa, was mittlerweile blutverschmiert ist. Ich denke, wir haben ihn vorher gereinigt, bevor wir ihn zur Witwe Prutz getragen haben. Er blutet weiter. Nun gut. Also du hast natürlich die grobe Wunde, die tödlich war, hast du natürlich mit einem Balsam dann, naja, wieder verschlossen. Aber er ist natürlich immer noch bei, ich weiß jetzt nicht, wie viel Lebenspunkten? 6 Jalan? Wie viel hat er mir geheilt? Ich habe das leider nicht mitgezählt. Neun, Also, genau. wie gesagt, Jalan ist normalerweise bei 40, jetzt ist er bei 9, das heißt, er ist ein Viertel tot. Und dementsprechend blutet weiter. Und natürlich hast du seine normale Wunde, die jetzt tödlich wäre, die hast du geschlossen. Aber natürlich blutet er weiter aus vielen Öffnungen, aus vielen Kratzern. Und dementsprechend wird das Sofa jetzt von Witwe Prutz darunter sehr leiden. Hab ich? Und Wie Blut geht ist? schlecht wieder raus. Aber mir, wir polstern das neu. Holt endlich einen Heiler, der das zunäht. Soll ich das machen? Bleibt Bitte. ruhig. Bleibt ruhig. Entspannt euch. Schrei doch nicht so. Was soll ich Entspanne mich, wenn der Schwarze Ritter hingerichtet wird. Immer versucht das zuzuheilen. Ich kriege natürlich die Wunden, glaube ich, Nein, etwas nicht das schwer mit. Heilen! Ihr sollt einen Heiler holen! Ja, Nehmt ich wohl die hab doch. Finger da weg! Ich hab Okay. euch nähen sehen, lasst das! Legt euch einmal. Ihr wisst, dass ich also in einer Schneiderei gearbeitet habe in Kunichum, das ist schön. Ja! Ihr Legt erzählt euch. doch immer wieder davon. Legt euch einfach hin. Ich werde tun, was ich tun kann. Wollt ihr am Ende an eurer Naht ein kleines Schiffchen haben? Ich. Ein was? Das ist eine Nein. spezielle Stichart zum Verschließen. Ach, dann näht es unbedingt zu, wenn ihr wollt, damit Rüchtwurz uns nicht in den Ohren liegt. Aber danach lauft und holt jemanden, der das kann. Entspannt euch. Schreit doch nicht so. Ich kann Das ist das doch doch schlecht für halbwegs. euch. Ich würde Ich mal. leg mich dann irgendwie so quer auf die Seite und lass die beiden einfach mal arbeiten. Ja, ohne Probleme näht immer das zu. Wow, immer kann das ja. Ja, natürlich kann er das. Es hat er noch nie gezeigt, woher soll ich das wissen? Der arbeitet immer mit Besteck, Mann. Nee, In diesem Fall hat er ich nicht hab mal keine eins. richtige Heiltasche, ist das Problem.
Also ich habe jetzt das, was irgendwie gerade da rumliegt, notfalls nehme ich auch so ein bisschen Garn. Ich glaube, Iolaos hat eine Heiltasche und Isarun hat eine für 7, glaube ich, aber ja, er kann das. Das ist ein Nähset von der Witwe. Irgendwann hat sein eigenes Nähset. Nähset. mit verschiedenen Wollfäden oder so, also irgendwas. Natürlich, Wolle ist nicht so steril, aber irgendwie verschiedene Fäden. Blau, Rot, Gelb, irgendwann hast du so ein kleines Brei aus Auge da drin. Ja, ich hab da so ein paar schwarze und ein paar rote Fäden, die mische ich immer so ein bisschen zusammen und dann mache ich das schwarz und rot die Naht. Schwarz und rot, gute Wahl. Wollt ihr eigentlich morgen wieder antreten? Oder aber selbstverständlich. Wir holen jetzt einen Heiler und dann haben wir ein paar schöne, warme Kräuterverbände. Und dann schlafe ich mich in aller Ruhe aus. Und dann kann ich morgen bestimmt eine Runde kämpfen. Was soll's, wenn ich dann in der zweiten umfalle? Ist nicht so wichtig. Hauptsache da gewesen sein. Gute Einstellung. Aber wie wollt ihr den Heiler holen? Ich habe keine Ahnung, wo man hier so einen guten Heiler auftreiben soll. Ich glaube, Ömer ist die bessere Wahl. Er findet wahrscheinlich eher als ich einen. Ich werde mich derweil um Jalan noch etwas kümmern. Ich weiß noch nicht, ob der einfach hinkommt, ohne dass ich ihm Geld biete. Dann gebt ihm Geld. Dann müsste ich Geld bekommen, damit ich ihm Geld geben kann, genau. Aber mir habt ihr Kleingeld, ich habe noch diesen Wechsel und ich drücke dir halt, keine Ahnung, 5 Dukaten und das reicht. Ich gehe mal von aus. Ja, Adresskripto kommt ja wieder, aber mir. Alles, was ich da nicht verbrauche. Sicher. Wie soll ich das vor Protz erklären? Seht euch dieses Sofa an! Es war niegelnagelneu! Erklärt ihr, dass wir dem Reich einen großen Dienst erwiesen haben. Das der Herrin Rondra auch. Das wird die Witwe Protz nicht interessieren. Dann polstert der Witwe Protz halt ihr Sofa neu. Und den Teppich! Und den Teppich. Immer, ihr könnt dann Kontium noch bestimmt an den Teppich knüpfen. Ihr kriegt da auch billig neue. Klar kenne ich da einen. Ich hab da mal günstig einen erstanden. War da nicht der Vater des Bruders eurer Schwester oder so? Das auch. Zufällig. Aber bis der hier ankommt, das dauert doch Wochen. Das ist aber ein echter Kontiumer Teppich. Ja, stimmt. Rafim, ich glaube, ihr müsst heute in einer Herberge übernachten. Ich brauche das Bett für Jalan. Rafim, begleitest du mich, wenn ich den Heiler hole, nachher begegnen wir den Schläger noch, ne? Ja, du hast recht. Da wurde uns richtig überfallen, als wir Jalan seine Sachen gebracht haben, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert alles. Ja, ich würde dann im Gästezimmer eine Hundedecke, eine alte, ausbreiten aus dem Schrank. Hundedecke, voll mit Haaren. Die auch auf den frischen weißen Laken von Frau Protz ausbreiten. Und Jalan dann ins Bettchen legen. Ich habe nicht mehr die Kraft, um mich noch zu beschweren. Und ich würde ihm dann nochmal die Hand auf die Brust legen. Balsam Salabunde, heile Wunde. Bin ich noch wach? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, oder? Tun wir mal so als nicht. Der Schwernis habe ich schon, jetzt kann es nicht schlimmer machen. Es geht noch auf anderthalbfache rauf. Hast du eigentlich Wunden noch irgendwie, oder? Nicht, dass ich wüsste, nein. Gut. Die wurden ja jedes Mal euch in den Haltrag weggemacht. Nee, ich frage nur deswegen. Hätte Zuschlag gegeben. Nochmal 10 Lebenspunkte dazu. Du wachst am nächsten Morgen mit ein paar Narben mehr, aber ein paar Wunden weniger auf. Gut, dann springen wir ein paar Stunden. Um genauer zu sein, 2 Stück. Wir haben es jetzt so um die 17 Uhr, es ist kurz vor 18 Uhr. Und mittlerweile sitzen alle Helden bei einem schwarzen Tee oben in der Residenz von Witwe Protz. Die beiden Knappen haben sich nach unten verzogen und naschen da gerade wohl rohen Kuchenteig in der Küche von Witwe Protz, die sich da sehr ausgiebig um sie kümmert. Auch die Knappen bzw. die Pagen aus Tobrien, die beiden, Drakodan und die kleine Dorlin. Kümmern sich auch so ein bisschen um das Pferd von Abelm hier. Also die sind da gerade ziemlich aufgegangen. Die freuen sich, dass sie da ein richtiges Haus haben, in dem sie ein bisschen rumtollen können. Während ihr zu 5 oben sitzt, gemeinsam mit Isarun, die nach dem Ingerim-Tempel wieder aufgebrochen ist zu euch. Kiaras hat sich verabschiedet. Wo der hingegangen ist, hat er nicht gesagt. Irgendwas von Pferden hat er gemurmelt. Vielleicht ist er im Raya-Tempel.
Und damit beginnen wir. Ja, dann hat noch höflicherweise gewartet, bis die Witwe Brot zu Hause ist. Gibt sich jetzt erstmal einen Schuss in seinen Tee. Und, also, erklärt mir das nochmal. Wie sieht das jetzt mit dem Schwarzen Ritter aus? Ich dachte, wir hätten ihn bei den Neuern. Also, es sieht ganz gut aus. Magister Melvin ist gerade mit der Analyse beschäftigt. Er ist in der Schmiede von dem Heldenschmied. Und die beiden schauen sich jetzt das herausgebrochene Stück aus der Rüstung an. Das Unholz sollte natürlich noch dem Fall weiter Gewicht verleihen. Und sobald die Analyse abgeschlossen ist, wollen sie mit dem Turniermeister sprechen. Und dann können wir gehen und ihn endlich aufknüpfen. Hoffentlich. Also man hat wohl auch mit dem Vorsteher des Hinsinnetempels, Hochwürgen Jitzkok, gesprochen. Und dieser sagte, dass auf dem Schwarzen Ritter ein Mal des Frevlers liegt. Aber kein Paktmal. Ja, so etwas fängt man sich in Schwarzturmreden leider ein. Mal des Frevlers? Was ist das? Das ist ja das. Ihr zuerst. Das ist ein Mal, das, in dem die Götter dich als jemand markieren, der vom rechten Wege vielleicht ein wenig abgewichen ist. Abgewichen oder abgefallen? Abgefallen doch eher. Man fällt nur vollends vom Wege der Götter ab, wenn man seine Seele verpfändet. Bis dahin kann jeder gerettet werden. Nun, man muss aber schon ein arges Stück Verbrechen gegen die Götter begangen haben, um ein Mal des Frevels zu erhalten. Nun, wenn unser mysteriöser Schwarzer Ritter wirklich, weiß nicht, Angriff von Ehrenstein ist, würde ich schon sagen, dass der ein ordentliches Stück auf sich sitzen hat. Meint ihr nicht? Vermutlich. Was ist denn mit dem Turnierfrieden? Bedeutet der, dass man Leute verhaften darf? Natürlich. Der Turnierfriede sagt, ist nur eine Erweiterung des Landfrieden, der sagt, dass wir uns nicht duellieren dürfen. Außerhalb des Ringes, versteht sich. Und das heißt, wenn dieser Ritter jetzt hier zum Kampf ansetzt, um sich der Haftung zu widersetzen dürfen, darf die Stadtwache ganz normal ihre Sache machen. Aber natürlich, wir können doch nicht die Durchsetzung von Praas Gesetzen aussetzen, nur weil irgendjemand, der irgendwas sei, gerade Turnier. Ursprünglich ist der Turnierfriede dazu gedacht, dass nicht persönliche Fäden ausgetragen werden während des Turniers. Oder dass man sich hinterher dafür rächt, dass man auf dem Platz nicht gar so gut abgeschnitten hat. Ach so. Ja, dankeschön. Wie lange dauert denn so eine Analyse? Also wird das heute noch was oder morgen oder? Also als wir in Jolgomak standen in dieser Kammer, da ging das reichlich fix. Ich glaube, 20 Minuten hat das gedauert, oder? Keine halbe Stunde, das auf jeden Fall. Das kommt auch an, wie komplex es ist, glaube ich. Aber so wie Magister Störrebrand das gesagt hat, liegen da ja wohl sehr viele, ich weiß nicht, Verschleierungszauber drauf, die er erst durchbrechen muss. Ich würde tatsächlich nicht mit einem Ergebnis vor morgen rechnen. Naja, das Turnier fängt ja auch morgen jetzt wieder an, der Rest ist ja nicht allzu dramatisch. Aber dann ist doch trotzdem die Möglichkeit, ihn jetzt zu verhaften. Ich meine, Turnierfriede hin, Turnierfriede her. Hier gilt doch keine, wie heißt das, Pro Reo, also dass der Mann irgendwie unschuldig ist, bevor seine Schuld bewiesen ist. Da sind doch genug Indizien aufgeworfen. Ich meine, jeder Taschendieb wird doch schon früher verhaftet. Nun, noch steht da unter dem Turnierfrieden. Na, der Turnierfrieden, haben wir doch gerade gehört, dass er damit nichts zu tun hat mit Preisgesetzen. Oder? Er aktiv die Gesetze dieses Landes nicht verletzt und des Turniers nicht verletzt. Genau, wir müssen ihm jetzt ja erstmal einen Bruch der Turnierregeln nachweisen. Zum Beispiel, indem man nachweist, dass die Rüstung magisch aufgeladen ist. Aber so ist doch das, dass man erst mal etwas beweisen muss. Nein, der muss seine Unschuld doch jetzt beweisen, dachte ich. Es besteht auf jeden Fall Gefahr im Verzug, sollte man meinen, wenn er mit solchen Dingen herumhantiert. Ich dachte jetzt auch, ich bin geneigt, dass wir ihn erst einsacken, dann ausfragen und dann darauf warten, was Magister Störrebrand zu sagen hat. Aber ich möchte mir nicht den Zaun des Marschalls zuziehen. Und ich denke, wir anderen habt da auch keine Lust zu. Natürlich nicht, das gehört sich auch nicht. Richtig. Zumindest müsste dies auf offiziellen Wege passieren. Entsprechend werden wir aller Offensichtlichkeit der Sache zum Trotz auch wohl darauf warten müssen, was die Magister sagen. Zumindest dieses eine Mal.
Ich finde das gut, dass wir den Mann verschonen, so lange, bis der Marschall gnädig gestimmt ist. Das ist gut. Der Marschall hält seine schützende Hand über ihn und wir können wohl wenig tun. Vor allem, da er auf dem Turnierplatz ja sein Zelt hat. Und glaub mir, ihr wollt nicht von wütenden Rondrianern aufgegriffen werden, wenn wir da gerade Unruhe stiften. Ah, da gibt's Schlimmeres. Aber gut, wenn ihr meint, da kann man nichts tun, dann können wir da nichts tun. Wir sollten uns auf jeden Fall auf dem Turnierplatz befinden, falls Schwierigkeiten passieren. Ach, da fällt mir ein, dass Graf Danus von Luring richtet noch einmal seine Entschuldigung aus und Genesungswünsche und er lädt uns in sein Zelt ein. In sein Zelt? Ja, sicher. Alle angereisten Ritter haben ihre eigenen Zelte mitgebracht. Warum habt ihr dann kein Zelt, Jalan? Ich kam nicht dazu. Wir hatten mit den Tobrian reichlich viel, Verzeiht. Wir hatten mit den Tobrian reichlich viel um die Ohren. Ein Zelt zu organisieren, gerade jetzt zu Turnierzeit, wo alles teurer ist, war nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Und dann ist das auch Tradition, dass man Leute in sein Zelt einlädt, oder wie? Nun, genauso wie es Tradition ist, dass man Leute in seine Wohnung einlädt. Oder macht man das bei euch in aller Anfang nicht? Ich hatte dauernd Angst, vergiftet zu werden, oder was? Naja, Leute in die Baracke einladen wäre schon reichlich seltsam. Und sonst war ich immer viel unterwegs. Schwierig zu sagen. Und ich bin der Meinung, dass wir den guten Mann doch nicht warten lassen sollten, nicht wahr? Zudem ist es eine gute Möglichkeit, ihn zu einem Fest einzuladen. Ihn und vielleicht einige andere auch schon mal. Wir müssen auch noch Einladungen schreiben lassen. Nun, wir können schon mal eine Einladung avisieren, mündlich. Ich denke, ich werde mich morgen um die entsprechenden Einladungen kümmern, damit sie gedruckt werden und die entsprechende Aufmachung erhalten. Haben wir bereits eine Zusage für die Örtlichkeit bekommen? Ich dachte, Kiaras kümmert sich da gerade drum. Davon gehe ich auch aus. Das ist gut. Er sagt, er will mir, können die Pagen hier bei eurer Vermieterin bleiben? Ja, sehe ich, im Stall ist doch genug Platz. Die bleiben, die kommen mit. Ja, im Stall können die bleiben. Ja, für die Dauer des Turnieres meinte ich jetzt. Genau, das meint ihr. Ja, wir können sie wohl kaum wieder auf die Straße schicken. Nein, natürlich nicht. Nicht in dieses Elend. Ich glaube, sie werden sich wohlfühlen. Witwe Protz wird sich angemessen um sie kümmern, damit sie ein wenig Speck auf die Hüften bekommen. Dass ihr mir meine Knappen ja wohl nicht wettwittert. Was ist eigentlich mit diesen Knappen? Wollt ihr die jetzt behalten oder wie funktioniert das? Werdet ihr wieder los? Und sie haben sich bis jetzt als reichlich tüchtig erwiesen. Also behalten wir sie natürlich. Was glaubt ihr denn wohl? Tropische Kinder. Ritter können wir nicht aus ihnen machen, aber ansonsten. Gute Knechte werden das eines Tages abgeben. Na dann. Wollt ihr ihnen noch sagen, dass sie niemals Ritter werden, denn das ist ja das, was sie wollen. Jedes einfache Kind weiß, dass es nie Ritter werden kann. Außer natürlich, wenn die Kaiserin sich erbarmt, ihn zum Rittern des Reiches schlagen zu lassen. Und das ist ein Ziel, dem wir allen nachstreben können, nicht wahr? Na, sie haben gedacht, dass sie jetzt Ritter werden, nachdem ihr tot seid. Habe ich auch so verstanden. Also die waren davon fest überzeugt, dass wenn der Ritter stirbt, der Knappe dann aufsteigt zum Ritter. Die Theorie der Sache werde ich Ihnen wohl noch einmal erklären müssen. Scheinbar vielleicht haben Sie das aber auch aus den Begriffen aufgeschnappt, die Sie auf der Straße aufgeschnappt haben, wenn Ritter umgebracht wurden, die da durchgekommen sind. Vermutlich bringt man das denen hier in Gareth nicht so richtig bei. Da sollte man auf jeden Fall nochmal nachschulen. Ich hab Kopfschmerz. Wir sollten Igna ersuchen, damit er die Einladung wirklich bekommt. Wolltet ihr den hier finden? Ach, der ist doch bestimmt im Zelt des Zwergenkönigs. Oder im Ingram-Tempel. Hat der Zwergenkönig denn ein Zelt? Ist der überhaupt hier? Ja, der wollte noch Glanz bringen, dachte ich. Ich glaube nicht, dass der ein Zelt wohnt. Die sind doch so versessen auf ihre Berge. Vielleicht hat er ein Loch gegraben. Das schon eher. Er ist ein König, er gräbt sich kein Loch.
Vielleicht hat er ein Loch graben lassen. Richtig, wie ein wahrer König, ein königliches Loch. Ihr wollt mich foppen, nicht wahr? Königliche Löcher philosophieren. Ich versichere euch, ich habe nichts dergleichen im Sinn. Richtig. Was auch immer das bedeutet. Hört auf den Ritscher. Wir sollten jetzt nicht dass den Wortwechsel auf Rohaya lenken, ansonsten werde ich bestimmt verhaftet. Und immer Rohaya, vielleicht lässt sich die auch blicken. Vielleicht sollten wir bei ihrer Frau fühlen und um eine Audienz bitten. Es steht aber noch aus ihrer Einladung, dass sie überhaupt teilnimmt. Damit steht und fällt das fest. Kämpft ihr denn auf dem Turnier mit? Das weiß ich nicht. Erklärt sie doch zu eurer Minnefrau, Minnesängerin da, Jalan. Das könnte doch guten Eindruck machen, oder nicht? Ich habe bereits eine. Da kann man nicht zwei machen, das kann doch nicht so schwierig sein. Wir sind nicht an Al-Anfa. Ja, hier wäre eine Minnefrau, dass man mehr als eine Frau hat. Und wir sind auch nicht bei den Wüstensöhnen. Er soll sie ja auch nicht heiraten, er soll ja nur sagen, keine Ahnung, in dem Namen von Rohaya gewinne ich heute hier und jetzt, ich weiß nicht, was er sagt. Abgesehen davon wären wir damit nur eine unter sehr vielen Leuten, die selbiges sagen würden. Ah. Ist schade. Aber ihr habt euch hervorragend geschlagen, Jalan. Vielleicht sollte ich euch mitnehmen, damit die Audienz uns gewährt wird. Ich fühle mich auch hervorragend geschlagen. Schenkt ihr irgendwas? Adlige mögen immer Geschenke. Entkopf des Schwarzen Ritters. Ihr müsst noch viel lernen. Gewinnen sie im Mittelreich. Da funktioniert die Sache etwas anders. Geschenke sind zwar willkommen, aber sie müssen repräsentabel sein und in der richtigen Art und Weise überreicht werden. Werdet da schon was finden. Bitte? Ihr werdet da schon was finden. Ich bin da fest überzeugt.